Hallo, heute werden wir uns mal einen Ingwer-Shot machen, einen sogenannten Gesundheitsexpress. Sehr angenehm. Ich habe dafür 1 Liter Apfelsaft, ungefähr 2 Teelöffel Kurkuma, insgesamt 3 Zitronen und dann Ingwer, ja, so eine ordentliche Wurzel Ingwer. Hier drüben steht schon der fertige Shot, den hatte ich vorher vorbereitet. Wir fangen jetzt einfach mal an, und zwar als erstes schneiden wir den Ingwer klein. So, den Ingwer, viele schälen den vorher. Ich lasse den mit Schale, weil direkt unter der Schale sitzen sehr viele Wirkstoffe. Der Ingwer ist eine der gesündesten Pflanzen weltweit, hat zahlreiche Heilwirkungen gegen Erkältung, Halsschmerzen und vitalisiert das Immunsystem. Wir schneiden den jetzt einfach in Scheiben. Ihr müsst da eigentlich auf gar nichts achten. Schneidet den aber relativ dünn, nicht ganz so grob. Hier ist es auch wieder wichtig, dass der Ingwer eine große Oberfläche abgibt. Wir geben den dann gleich in den Apfelsaft rein und kochen das kurz auf. Je größer die Oberfläche ist, umso besser verteilen sich diese ätherischen Öle, die im Ingwer enthalten sind. Also das kann durch den Apfelsaft aufgenommen werden. Einfach runterschneiden, Schale dran lassen, völlig unproblematisch. Ihr werdet das dann noch merken, falls ihr das mal macht. Das riecht jetzt schon total angenehm, die ätherischen Öle kommen hier raus. Also tippitoppi, einfach klein schneiden. Und ja, der hat allgemein eine stärkende Wirkung aufs Immunsystem, der Ingwer. Und ja, das entfaltet sich, oder beziehungsweise das geht dann in den Apfelsaft über. Als nächstes nehme ich jetzt den Apfelsaft. Gebe den in einen Topf. Dazu kommt der geschnittene Ingwer und diese ca. 2 Teelöffel Kurkuma. Am Anfang habe ich das vergessen zu erwähnen. Wir geben jetzt hier noch rein ungefähr 2 Esslöffel Honig. Der Honig besitzt einen kompletten Vitaminkomplex, Vitamin C, B1, B2, B6 und hat auch enthält Antioxidantien, die sind Radikalfänger, also das Ganze ist wirklich richtig gesund. Den Honig gebe ich jetzt noch dazu, dann gebe ich den Topf auf den Herd und lasse das kurz aufkochen. Während jetzt der Apfelsaft heiß gemacht wird mit dem Kurkuma drin, mit dem Honig und mit dem Ingwer, in der Zwischenzeit können wir die Zitronen auspressen. Es gibt auch elektrische Pressen, ich habe sie in der Handpresse. Richtig schön den Saft rausholen. Drückt nicht zu doll, dass diese weiße Inhalt von der Zitrone nicht so reingerieben wird. Die macht die ganze Geschichte dann bitter. So. Das mache ich jetzt mit den restlichen, also mit allen 3 Zitronen insgesamt, die presse ich jetzt aus. In der Zwischenzeit müsste unser Apfelsaft kochen. So, der Apfelsaft, der kocht jetzt. Dann schalten wir den Herd auch aus, lassen den Deckel drauf und lassen die ganze Geschichte einfach stehen, dass sich das wieder ganz normal runterkühlt. Man kann das auf der Herdplatte lassen oder man nimmt es runter von der Platte, relativ egal. Es geht bloß darum, dass das jetzt noch mal ein bisschen zieht und dass da Ingwer seine ätherischen Öle abgeben kann in den Apfelsaft. Das Kurkuma mischt sich jetzt mit unter und der Honig löst sich auf. Wie gesagt, lasst das Ganze abkühlen, weil wir den Zitronensaft, den ich ausgepresst habe, den geben wir nachher dazu. Der sollte aber circa nicht über 50 Grad erhitzt werden, sonst verliert der Zitronensaft sehr viel seiner Vitamine. Also abkühlen lassen, den Zitronensaft geben wir dann gleich dazu. Der Apfelsaft mit dem Ingwer, das ist jetzt abgekühlt. Ich rühre das nochmal durch, da sich einige Stoffe ja unten absetzen. Danach nehme ich eine Flasche oder ein Glas, was auch immer, was ihr verschließen könnt. Entweder Schraubverschluss oder so ein, einige Flaschen haben so einen Schnappverschluss. Und fülle jetzt den Apfelsaft mit dem Ingwer und mit dem Kurkuma
in dem Honig, das fülle ich jetzt ab in die Flasche. Der gekochte Apfelsaft ist jetzt abgekühlt. Das rühre ich nochmal durch, dass die Stoffe, die sich abgesetzt haben, nochmal mit aufgewühlt werden. Dann nehme ich ein heiß ausgewaschenes Glas oder eine Flasche mit Schnappverschluss. Auf jeden Fall was ich verschließen kann. Das Glas ist hier dann mit Deckel verschließbar. Trichter aufgesetzt, nochmal ein Sieb, dass wir den Ingwer und so Stückchen, die noch drin sind, raussieben können. Dann fülle ich das einfach ab und mache damit erstmal jetzt die ganze Flasche voll. So, jetzt habe ich das abgefüllt in die Flasche. Oben sind diese Stückchen vom Ingwer, das entferne ich jetzt. Und wir hatten ja vorhin die Zitronen ausgepresst. Hier bin ich nochmal mit dem Teelöffel lang, dass der Saft aus diesem hier oben noch rauskommt. So, dann schauen wir mal. Also es ist einiges zusammengekommen. Das fülle ich jetzt ebenfalls in die Flasche ab. So, die Flasche ist jetzt gut gefüllt. Die schraube ich jetzt zu, vernünftig. Stell die in den Kühlschrank. Das Ganze hält einige Tage im Kühlschrank. Macht euch immer einen Shot. Ich habe hier so ein schönes Schnapsglas. Ist genau die richtige Größe. Hier ist das Glas. Das fülle ich auf. Das ist dann ein richtiger schöner Shot. Und wie gesagt, das ist ein super gesundes Getränk. Morgens nehme ich immer so ein, ja, ich sag mal 0,4 cl ungefähr. Da reicht die Flasche auch eine ganze Weile. Wenn sich mal unten was absetzt, einfach mal schütteln, die ganze Geschichte aufschütteln. Hält im Kühlschrank eine Weile. Schmeckt super, erfrischt, gibt Energie und ist halt auch gesund. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, hinterlasst ein Abo. Ansonsten meldet euch in den Kommentaren, wenn es Fragen gibt. Ja, lasst es euch schmecken, bleibt gesund und eine schöne Zeit.